Ich riech Kojoten. Ich höre Kojoten. Ich rieche Kojoten vor allen Dingen. Ich weiß nicht, wie man Kojoten riechen kann. Okay, da ist irgendwas. Nehmen Sie ein Schlückchen, okay. Hilfsmittel. Hey Sie! Ja? Nördlich von hier ist alles voller Todeskrallen. Oh. Ich würde umkehren, wenn ich Sie wäre. Wenn Sie nach New Vegas wollen, gehen Sie lieber vom Prim aus nach Osten und schlagen dann einen Bogen nach Norden. Okay. Ist wesentlich sicherer so. Oh, danke. Die haben sich im Steinbruch eingenistet, nachdem die Pulverbanditen fast unser ganzes Dynamit geklaut hatten. Mm. Wir hatten den Steinbruch dicht gemacht und warteten auf Sprengstoffnachschub von der RNK, aber inzwischen waren die Todeskrallen aufgetaucht. Die RNK lässt sich nicht blicken und meine Männer und ich sitzen den ganzen Tag bloß unsere Ärsche platt. Verdammt frustrierend. Das stimmt. Ein Haufen getürmter Verbrecher aus dem Süden. Die RNK ließ sie einen Teil ihrer Strafe mit Instandhaltungsarbeiten an den Zugstrecken abschuften. Mhm. Wer da gepennt hat, weiß ich nicht. Aber sie sind denen abgehauen. Sie haben uns angegriffen und unseren gesamten Dynamitvorrat mitgehen lassen. Mhm. Gelegentlich haben wir welche gesehen, aber die kamen dem Steinbruch nie allzu nahe. Weiß nicht, ob es der Lärm war oder die ganzen Arbeiter. Kaum zu glauben, dass sich ein ganzes Rudel dort eingenistet hat. Ich dachte, solches Pech gibt's bloß in New Vegas. Wahrscheinlich. Haben Sie überhaupt schon mal eine Todeskralle gesehen? Nein. Sind größer als ein Mensch und viel, viel stärker und schneller. Und da ist ein ganzes Rudel. Allein der derbste, zäheste, abgebrühteste Bastard des Ödlands hätte gegen die auch nur die geringste Chance. Glaubt nicht, dass sie das sind. Sie müssten die Anführer erwischen. Die Todeskrallenmutter und das Alpha-Männchen. Wenn die erledigt sind, zerstreut sich das Rudel. Ziemlich heftige Sache. Okay. Wenn Sie darauf bestehen, nach Norden zu gehen, erwarten Sie nicht, dass jemand Sie retten kommt, falls Sie in Schwierigkeiten geraten. Okay. Danke. Wuff, wuff. Hier so ist. Ja, stehlen wollen wir nicht. Stehlen ist nicht gut.
Ah, okay, hier können wir nur klauen. Das wäre relativ unschön. Tür zur Werkstatt wäre jetzt auch nicht gut. Tür zur Kantine. Kantine ist doch immer schön, oder? Hi. Hallo. Darf ich Sie was fragen? Ja, klar. Was ist das Leckerste, das Sie je gegessen haben? Etwas, das nicht vor 200 Jahren hergestellt ist. Warum fragen Sie? Ich habe ein Rezept für Todeskrallenomelette, das ich mal ausprobieren möchte. Das Problem, ich brauche ein Todeskrallenei. Irgendwie klar, oder? Meine Großtante Rose hatte eine Pension drüben in Kalifornien in einer Stadt namens Modoc. Sie war es, die sich das Rezept ausgedacht hat. Aha. Keine Ahnung, wie sie ein totes Krallenweibchen zu fassen kriegte, aber sie hielt es in einem Schuppen. Und so hatte Tante Rose immer genug Eier da. Zumindest bis ein Fremder vorbeikam und die Todeskralle tötete, hat sie mitten ins Auge geschossen. Hm. Der Steinbruch nördlich von hier ist voller Todeskrallen. Da finden sich garantiert auch irgendwo ein oder zwei Eier. Ein Todeskrallenei von irgendwo anders tut's natürlich auch. Meine Tante Rose sagte immer, die Dinger halten sich unglaublich lange. Okay. Ja, genau. Na klar doch. So. Ja, Baseballschläger kann ich verkaufen. Was hat das? Nachtsicht. Also, okay. Wenn man Dynamit würde ich gerne behalten. Hat die was? Hat die... Leguam am Stiel, Whisky, kein, nee, ich brauch Schusswaffen, Mann. So. Ja, komm, hier leichtere Lederrüstung kann die auch haben. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Alles klar. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall einiges verkauft. Nee, stehlen will ich nicht. Ich will nicht stehlen. Entschuldigung, musst du husten. Kann man nicht rennen? Ich muss nochmal gucken eben. Optionen. Steuerung. Tastenbelegung. Vorwärts. Mhm. Deaktivieren. Alles. Mhm. Schleichen. Laufen. Linke Umschalt. Laufen gehen. Automatisch bewegen, springen, achso, Leertaste, Ansicht ändern, MF, Pitbull, warten, Watz, Munitionswechsel, ist die 2, Schneidspeicher, greifen, Y, Schadi, ist den greifen. Passiert gar nichts.
Oh, die haben auch ein... Die haben auch eine Rage, ey. Ich bin so ein beschissener Schütze damit. Damit aber nicht. Daten. Lokale Karte. Okay, die bringt mir wahrscheinlich nicht so viel. Verlassene Bruderschaftsbunker. Ja gut, gehen wir da erstmal hin. Puh. Oh nein, sind das Supermutanten? Das sieht aus wie ein Supermutanten. Ach, Mist. Sieht aus wie Supermutanten. Wobei normalerweise Supermutanten ja jetzt. Dies ist ein gefährlicher Ort, Mensch. Insbesondere für ihre Art. Ah. Sie sollten umkehren. Sonst erwartet sie nichts Gutes. Haben Sie denn nicht Ihre Sendungen gehört? Aber warum sollte ein Mensch Ihrer Einladung überhaupt folgen? Es sei denn, er hat nicht gut zugehört. Die Stimme im Radio ist Tabitha, die Oberbefehlshaberin von Black Mountain. Oder, wie sie es nennt, Utobitha. Sie hat vor fast 2 Jahren die Kontrolle übernommen. Die Supermutanten gehorchen ihr aufs Wort. Und sie will, dass Menschen sofort getötet werden. Oh. Lange Jahre war Black Mountain eine friedliche Gemeinde. Markus, ihr Anführer, funkte eine Einladung an alle Mutanten im Ödland. So fand ich Black Mountain. Das taten auch andere Mutanten, die meisten aus der 2. Generation. Mhm. Markus hieß jeden willkommen. Das war sein Fehler. Am Ende bestand die Gemeinde überwiegend aus 2. Generationslern. Nicht sehr schlau und leicht beeinflussbar. Dann kam Tabitha mit ihrem Nachtvolk. Binnen einer Woche hielten die 2. Generationsler sie für eine Art Prophetin, die statt Markus ihre Wahrheit funken sollte. Markus sah den Ärger voraus und ging, bevor die Dinge außer Kontrolle gerieten. Er zerstörte das Funkgerät und zog los, um Jacobstown zu gründen.
Markus schickte mich vor ein paar Monaten hierher, um Black Mountain auszukundschaften. Ich bin also so eine Art Spion. Aber irgendwie zeigt Tabitha keine Schwächen und von den Zweitgenerationslern will niemand rebellieren oder nach Jacobstown kommen. Hier unten konnte ich aber wenigstens ein Dutzend Mutanten davon abhalten, den Berg zu besteigen. Nicht viel, aber immerhin. Ich habe meine Gründe, mich für einige Zeit von Jacobstown fernzuhalten. Die Gründe sind irrelevant. Ich bin eben hier. Die Straße führt in Serpentinen zum Gipfel. Unterwegs gibt es drei Blockaden und Patrouillen. Ein Vorbeischleichen wäre schwierig. Unterhalb des Gipfels liegt ein Hüttendorf. Dort gibt es mehr Zweitgenerationsler. Und dann kommt Tabithas Gelände, gut durch ihr Nachtvolk verteidigt. Nur so weiter und dann ist Schluss mit freundlich. Nicht alle Supermutanten sind hirngeschädigte Brutalos. Okay. Viele von uns sind genauso intelligent wie ein Durchschnittsmensch. Und der Rest hat nicht wirklich eine Wahl, oder? Wurde auch nicht so empfunden, da sie sich entschuldigt haben. Das Gegenteil von Black Mountain, eine Gemeinschaft aus überwiegend stabilen Mutanten mit einem stabilen Anführer. Menschen sind dort willkommen, solange sie sich benehmen. Ah. Wenn sie Interesse haben, dann schauen sie mal im Nordwesten von Red Rock Canyon vorbei. Danke, werde ich machen. Auf Wiedersehen. Todeskrallen, Supermutanten. Wird ja immer besser hier. Achso. Ach, ich glaube, wir sollten was essen. Es wird nicht besser hier. Heilpulver. Sonstiges. Irgendwas Essbares dabei? Nee, nicht wirklich.
Oh. Das war wahrscheinlich unheimlich schlau von mir, nicht? 12 Schuss. Ein Kalibergewehr. Okay, die macht auf jeden Fall Splittergranate. Ja, das wäre natürlich noch besser. Ja, ich kriege jetzt Radarbei. Also Rad. Also nicht Radarbei kriege ich, sondern... Ah, okay, da ist ja einer. Ein Supermutant. Okay, ich glaube, er hat mich auch. Das ist immer gut, ne? Warum habe ich denn nicht? Ich glaube, wir sollten mal ein Stimpack nehmen. Ich glaube, das war ein super Stimpack. Oh, das ist natürlich sehr peinlich. Dem Pack? Achso, kann ich jetzt... warum kann ich jetzt nicht? Hä? Mir geht's nicht so gut. Das sehe ich auch gerade. Hilfsmittel. So, Waffe. Splittergranate. Die wäre doch eigentlich auch... Oh! Ich bin verkrüppelt! Das gibt's doch nicht! Oh nein! Ja, ja, töten! Dynamit. Nagelbrett. Granatenwerfer. Vorschlaghammer. Schlussfinde. Betonkeule.
Ja. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ja. Warum bin ich eigentlich unsichtbar? Rad. Ja, Sechsen. Dealsboy, Zahnfeld, okay. Ja, bringt mir jetzt auch nichts. Was? Nee. Oh Mann. Wo kam die denn jetzt auf einmal her, die scheiß Todeskralle, ey? Ah. Shit. Darf doch nicht wahr sein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.